Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir diese Nachricht, die für dich ist, dir wieder wie gewohnterweise mit auf den Weg geben, mit dir teilen, damit diese Nachricht dich am heutigen Tage wirklich begleiten kann, stützen kann und dir auf irgendeine Art und Weise die Antwort zuteil werden lässt, die du vielleicht heute unbedingt wissen musst. Okay? Leute, wir haben heute zwei Optionen. Das Tarot möchte heute für mehrere Gruppen sprechen und mehreren Menschen auf dieser Ebene wirklich etwas mitteilen. Option Nummer 1, das Engelchen. Ja, ihr wisst, das ist mein Nutella-Engel. Viele von euch wissen, ich bin ein absoluter Kerzenfreak und auch ein Schokonusscreme-Freak. Ich liebe es einfach, dieses wohltuende Gefühl, wenn man so die Schokocreme auf dem Munde, in der Zunge oder auf der Zunge im Munde zerfließen lassen kann. Deswegen habe ich diesen Engel als Nutella-Engel getauft, weil ich ihn einfach total klasse finde. Option Nummer 2, das Herz. Okay? Ihr habt die Möglichkeit, zwischen beiden Optionen zu wählen. Wenn du aber zu den Menschen gehörst, die sich total unsicher sind, kein Problem, du kannst auch gerne beide Optionen nehmen. Ja, und das Video einfach bis zum Ende durchschauen. Ich möchte euch gerne auch an dieser Stelle erinnern, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendein Video nicht mit dir resoniert, du sagst, naja, also das ist nicht ganz meins, doch. Höre jedes einzelne Video von mir bis zum Ende durch, aus dem einfachen Grunde. Eine Botschaft ist für dich, ja, in deinem Bewusstsein, und die andere Botschaft, die dich so abstößt, die dich mit Widerstand, mit einem Nein agieren lässt, ist die Botschaft, die für dein Unterbewusstsein gilt. Okay? Also Leute, ich empfehle euch, meine Videos von Anfang bis Ende durchzuschauen. So, wir fangen jetzt mal an. Wenn du nicht wählen konntest, denk dran, du kannst gerne beide Optionen nehmen, weil möglicherweise ist es wirklich so, wie oft schon mal im Tarot, dass in beiden Optionen eine Nachricht für dich dabei ist. Option Nummer 1. Wir legen mal los. Ihr seht, ich habe heute wieder eine lilane Kerze an, die ich euch gerne allen widmen möchte, egal woher ihr kommt, egal welche Nationalität, egal welcher Geschlecht ihr seid, egal welche Geschlechtsorientierung ihr habt. Ich möchte euch allen diese Kerze widmen, damit euer Herz wirklich ein bisschen aufweicht, damit ihr mit Klarheit sehen könnt, dass ihr einfach wirklich den Weg, der für euch bestimmt ist, absolut gehen könnt, ohne Ängste, ohne Zwänge, ohne irgendetwas, okay? Wow, was habe ich euch gerade noch gesagt? Leute, ich habe euch gerade noch gesagt, dass ich euch dieses Licht widme, diese Kerze, ja, und das war eine ganz tolle Entscheidung von mir. Ihr wisst, ich bin ein sehr visioneller Mensch. Und mir sagte das Tarot heute schon, Alaina, es gibt viele Menschen, die eine ganz tiefe Leere in ihrem Herzen haben. Einige Gruppe von euch, die wirklich einen Menschen vermissen, einen Ort vermissen, ein Ziel vor Augen verloren haben. Wir haben es hier mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die etwas traurig sind, die nicht schlafen können, ja, die unter schlaflosen Nächten leiden, die unter Spannungszuständen leiden, unter Erschöpfung, die einfach versuchen, ihr Leben immer wieder neu in den Griff zu kriegen und versuchen auch alles richtig zu machen durch Gebete, durch Fürbitten, ja, durch Kommunikationen, die auch versuchen, Geld zu investieren in ihre Gesundheit, die versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein und immer wieder an einen Punkt kommen im Leben, wo ihre Grenzen erreicht sind. Wir haben hier einige Menschen von euch, die immer wieder versuchen, das Beste aus jeder Situation zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass du hier, wenn du zu dieser Gruppe Menschen gehörst, egal ob du sehr spirituell veranlagt bist oder nicht, egal ob du einfach nur ein ganz normaler Mensch bist, der sein Leben ordnen möchte, der einfach nur sich nach dem Glück, nach der Liebe, nach der Zufriedenheit, nach der Geborgenheit sehnt. Hier geht es darum, dass du ein bisschen gnädiger mit dir umgehst. Ja? Erkenne dein wahres Sein. Erkenne die innere und äußere Schönheit. Wenn du dir ein Versprechen abgibst, zum Beispiel zu sagen, ich höre auf mit dem Rauchen, dann mach es auch. Gebe ein Versprechen nur ab, wenn du wirklich zu 1000% ich weiß, dass du bereit dafür bist. Okay, lüge dich nicht selber an. Hier geht es darum, dass die Menschen, die Option Nummer 1 gewählt haben, ja, einfach auch in sich kehren und auf ihre Träume achten. Die wirklich, wenn sie ein bisschen schlafen können, egal ob mit Schlaftabletten, egal ob mit beruhigender Musik, egal was auch immer dir dienlich ist, um zumindest eine Stunde in der Nacht schlafen zu können, ja, gestalte sie so gut wie es geht. Wenn du nicht schlafen kannst, aus welchen Gründen auch immer, weil die Sorgen zu groß sind, weil die Krankheit dich innerlich auffrisst, ja, weil du Spannungen in der Familie hast, in der Partnerschaft, in Dreiecksbeziehungen, was auch immer der Punkt, deine Sorge in dir drinne ist, lasse es los. Stehe nachts auf und anstatt zu essen, male. Lüfte deinen Raum, wo du gerade schläfst, dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer, wo auch immer du bist, lüfte es, lasse frische Energie und frische Luft rein. Male.
Zeichne, schreibe irgendetwas auf. Du musst anfangen zu versuchen, dein Gehirn umzuprogrammieren. Das ist eine gute Medizin, Leute. Ich habe das ganz lange Zeit gemacht. Ich habe auch nach dem Tod meines Mannes ganz lange unter massiven Schlafstörungen gelitten. Ja, und mir hat auch wirklich gar nichts geholfen, weil meine Seele einfach so traurig und verletzt war. Und irgendwann hat mir ein sehr guter Freund gesagt, Alleine, steh auf, lüfte den Raum, fange an zu zeichnen, zu malen, zu singen, was auch immer. Ja, beschäftige dich. Das habe ich dann Schritt für Schritt gemacht und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ja, keine Schlaftablette ist so gut, wie dein Gehirn umzuprogrammieren und wirklich in deine Ruhe zu kehren und dich selber so zu formen, wie du es in dem Moment brauchst. Also mach das. Ja, hab keine Angst. Hier geht es darum, dass du anfängst, mit dem Fluss des Lebens zu schwimmen. Es ist so schön, Leute, guck mal, ich habe hier Menschen, die wirklich so ehrlich, so offen sind und trotzdem manchmal sich selbst belügen. Ja, Menschen, die wirklich klare Visionen haben. Menschen, die immer versuchen, diszipliniert zu sein und für andere an erster Stelle das Beste zu wollen. Ja, und sich manchmal selbst verausgaben. Hier geht es darum, mitfühlend zu dir selber zu sein. Schaut mal, wie schön. Du wirst dein Ziel erreichen. Du wirst immer ins Schwarze treffen, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Wenn du in Gottes Vertrauen gehst oder in die Engel, ja, in die Engelgebete. Egal, welche Nationalität du bist, egal, welche Glaubensrichtung du hast, vertraue auf das, woran du glaubst. Vertraue in erster Linie auf dich, ja? Du wirst geführt. Leute, ich habe hier ganz viele Menschen, die geführt werden. Auf emotionaler Ebene, durch Freunde, durch sich selber, durch Bekannte, durch Partnerschaften, durch Kinder. Andere, die durch Gott geführt werden. Andere, die durch Seelen, die schon auf einer anderen Ebene sind, ja, auch geführt und geleitet werden. Hört mehr auf eure Intuition, Leute. Erdet euch mehr. Kommt mehr ins Verständnis. Intensiviert alles Gute in euch. Es ist die Zeit gekommen, dass ihr einfach wirklich Option Nummer 1 mehr an euch glaubt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Leute, ich sage euch immer wieder, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, vertraut auf das, was in euch steht. Hört auf die Intuition, die ihr habt. Hört auf die Quelle Gottes in euch. Es ist so toll. Die Option, die ihr heute gewählt habt, Nummer 1, heißt, es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Alles, was du brauchst in dir. Steckt in dir deine innere und äußere Schönheit, deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine Liebe. Auch wenn du nochmal über den gleichen Stein stolperst, es ist nicht schlimm. Solange, wie du deine Lernaufgabe nicht gelernt hast, loszulassen, auf dich zu vertrauen, auf Gottes Plan zu vertrauen, ja, kannst du immer wieder an der gleichen Hürde stolpern. Es ist die Zeit, über dein Handeln, über dein Denken über dein Handeln, über dein Leben nachzudenken. Ja, hier geht es darum, dass Option Nummer 1 aus sich herauskommt. Dass du frohen Mutes nach vorne schreitest, dass du endlich Nein sagst, dass du authentisch bist, dass du ehrlich bist, dass du lernst, wie wertvoll du für dich und für andere bist, dass du akzeptierst, dass du jetzt schon bereit bist, du musst nur den Mut haben. Option Nummer 1, du bist bereit, alle Hürden aufzunehmen. Du bist bereit, alles in Angriff zu nehmen, was dir gut tut. Du bist bereit, auch deine schlaflosen Nächte ja, über Bord zu werfen. Warum? Weil alles, was du brauchst, steckt in dir. Du wirst es schaffen, in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, spätestens bis zu in einem Jahr, dein Leben komplett zu sortieren. Vertraue auf dich, vertraue auf die Engel, vertraue auf Gott. Ja? Du wirst eine friedliche Lösung für dich finden, eine friedliche Lösung für alle Probleme. Du wirst dein Leben wieder in Fülle gestalten und vor allen Dingen, Leute, das ist das Schönste, was es gibt, die Liebesbeziehung zu dir selber neu gestalten, die Liebesbeziehung zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deiner Familie. Hier geht es darum, diesen inneren Frieden wieder aufleben zu lassen, dein Leben und dein Herz mit Fülle zu genießen, ja, in eine klare, tolle Kommunikation, in die Ehrlichkeit zu gehen, auf dich, auf Gott zu vertrauen, ja, und dein Leben wirklich zu sagen, yes, honey, I can, ich bin bereit. Ich werde das Abenteuerleben annehmen und ich werde das Abenteuerleben der Farbe zu ordnen, die ihr zusteht. Leute, Option Nummer 1, ich finde das wunderschön. Hier geht es darum, dass egal, ob du medial veranlagt bist, es ist egal, ob du jetzt ein ganz normaler Mensch bist, der einfach nur liebevoll ist. Es ist ganz egal, wo deine Fähigkeiten stecken. Ja? Wichtig ist, dass du an dich glaubst, dass du auf dich vertraust, dass du wirklich das Geschenk Gottes in dir annimmst. Ja, und wirklich frohen Mutes nach vorne schreitest, ohne Furcht, ohne Angst. Wow, Option Nummer 2, was ist die Nachricht, die Tagesbotschaft, die Herzensbotschaft, diese Nachricht, die für Option Nummer 2 ist? Oh, hier wollen viele Stimmen reden. Guck mal, Option Nummer 2, yes, honey, wir haben hier Menschen, die wirklich einerseits ein bisschen an der Vergangenheit klammern, andere, die aufbrechen möchten, eine Reise beginnen, eine interne Reise, eine externe Reise, eine Reise, die viel Geduld bedarf, eine Reise, die vielleicht damit zusammenhängt, Familienmitglieder zu besuchen im Ausland,
andere, die wirklich eine Liebe im Ausland besuchen wollen, andere, die einfach nur ausspannen möchten. Hier geht es darum, dass die Freiheit, der Freiheitsdrang so groß in dir ist, ja, egal ob du aus einer Ehe ausbrechen möchtest, egal was deine Situation im Moment ist, die dich damit beschäftigt, loszulassen. Leute, guck mal, es geht sich hier darum, um loszulassen, um neu zu wachsen, das Glück in deinem Leben zu lassen, das Abenteuer wirklich zu beginnen. Schaut mal, Sachen aus deiner Vergangenheit aufzuarbeiten, aus deiner Kindheit, ja, das ist die Erinnerung an die Vergangenheit. Schiebe nichts mehr auf, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ja, alle Hürden, alle Barrieren loszulassen, deine Träume, deine Wünsche, deine Probleme anzugehen, zu intensivieren, die Freiheit, die in dir schlummert, der Drang, der in dir schlummert, zu reisen, dich neu zu entfalten, ja, ein neues Projekt anzufangen, eine neue Liebesbeziehung, einen Kinderwunsch nach vorne zu bringen, was auch immer. Hier geht es darum, dass du in die Selbstbeherrschung gehst, dass du authentisch bist, dass du deine Egos dominierst, deine Schattenseiten, dass du empathischer wirst, dass du nicht mit Impulsivität reagierst, ja? Dass du anfängst, in die Liebe, in die Geduld zu gehen, dass du die Frucht des Lebens, ob du schwanger bist oder nicht, ob du eine Ehe eingehen möchtest oder nicht, ob du schon 50 Jahre verheiratet bist und die Luft raus ist, egal was deine Situation ist. Diese Nachricht heute für dich lautet, kehre in die Geduld. Ja? Hab Verständnis, dass manche Dinge ein bisschen anders sind, wie das, was ihr euch wünscht. Hab Verständnis, dass manche Dinge ein bisschen länger dauern, wie das, was ihr wollt. Hab Verständnis, dass auch Gott dir jeden Tag aufs Neue immer wieder den richtigen Weg vor Augen hält und du, aus welchen Gründen auch immer, es nicht siehst. Hab Verständnis für dich. Sei liebevoller zu dir selber. Lerne deinen Wert kennen. Erkenne, wie gut du eigentlich als Mensch bist. Egal, ob du gute Seiten oder negative Seiten hast. Erkenne, warum du auf dieser terrenalen Ebene bist. Erkenne deinen Wert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, ja? Hoppala, mir ist mein Mikrofon runtergefallen. Schaut mal, das gibt's gar nicht, ja? Ich habe mir nämlich ein total schönes Mikrofon gekauft und bin das gerade in diesem Video am Testen und hatte das irgendwie so ein bisschen dämlich hingestellt. Sorry. Leute, die positive Affirmationen hier in beiden Optionen lautet: Ich bin in der vollkommenen Vollendung. Ich bin ein intuitiver Mensch. Ich bin ein guter, warmherziger Mensch. Ich gehe warmherzig mit mir und mit anderen um. Ich teile mich voller Liebe und gehe in die Vollendung. Ich bin ein großzügiger, warmherziger, liebevoller Mensch. Ich bin ein Mensch, der reisen kann. Ich bin voller Liebe. Ich bin voller Empathie. Und ich liebe und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich diene immer zum höchsten Wohl anderer und zu meinem Wohle. Hier geht es darum, in Option Nummer 1, ja, kehre in dich. Höre auch mal auf andere. Teile dich weiterhin mit anderen. Alles das, was du als Mensch darstellst, ob du ein bisschen sturer bist, ob du ein bisschen geiziger bist, ob du ein bisschen hartnäckiger bist, egal was es ist, führe dich zu deinem Puzzleteil. Dein interner Puzzle, ja, deine Liebe, deine Güte, dein Sein. Dein Bewusstsein, schaut mal Leute, ich muss die Kameraeinstellung morgen mal ändern. Das bist du. Und das fehlende Puzzleteil, was du hier siehst, ja, ist einfach nur das kleine Teil, was du ändern musst, um komplett vollkommen zu sein. Um die Vergangenheit aufzuarbeiten, Trennungen, Kindheitserfahrungen, Schmerz, Todesfälle, finanzielle Ruine, egal wie oft du neu starten musst im Leben, ab nach vorne. Sage dem Abenteuerleben ja. Heiße das Abenteuerleben willkommen. Befreie dich von allem, was zu befreien ist. Schiebe nichts mehr auf. Okay? Es gibt nichts mehr, was du aufschieben müsstest. Ganz im Gegenteil. Lerne loszulassen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mit der Wahrheit zu reden. Ja? Menschen, die toxisch sind, die dir nicht gut tun, einfach zurückzulassen. Dich anfangen, selbst zu erkennen, dich selbst zu beherrschen. Aus einem sturen Menschen vielleicht einen empathischen Menschen zu machen. Ja, dass du auch die Fähigkeiten hast, zu heilen, Liebe zu geben, empathisch zu sein, dass du auch Menschen, die ein bisschen karriger sind, ja, in die Güte wiederzubringen. Du hast die Kraft, dein Leben zu sortieren und du hast die Kraft, das Abenteuerleben, was für dich vorherbestimmt ist, so toll zu gestalten, wie auch immer es dich glücklich macht. Leute, Option Nummer 2 finde ich persönlich wahnsinnig toll. Warum? Weil wir haben es hier mit Menschen zu tun, die so vielseitig sind. Wir haben es hier mit Geschäftsleuten zu tun. Wir haben es hier mit Hausfrauen zu tun. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die womöglich auch keine Arbeit haben. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die schon in einem höheren Alter sind. Ja, wir haben es hier mit Menschen zu tun, wo das Herz genau danach schreit und die Seele sich danach sehnt, sich zu befreien. Hier geht es darum, dass du in die Kommunikation gehst. Wie in Option Nummer 1. Drücke dich klarer aus. Wenn du einen Wunsch ins Universum schickst, drücke dich klar aus. Sage genau, was du dir wünschst. Sage genau, was du möchtest. Das perfekte Timing ist gekommen.
Leute, glaube an dich, ja? Hier geht es darum, einen Kompromiss mit dir selber einzugehen. Ja, zu allen Hindernissen zu sagen. Ja, zu sagen, ich will aus dieser Erschöpfung rauskommen. Ja, ich will mit dieser Frau, mit diesem Mann zusammenbleiben. Ja, ich will diese unverhoffte Schwangerschaft annehmen. Ja, ich will mich von allen Ketten der Vergangenheit befreien. Ja, ich will zu dem Menschen reifen, der Gott für mich vorherbestimmt hat. Leute, heute haben wir eine ganz tolle Information gehabt. Bitte verzeiht, dass ich heute das Video ein bisschen kürzer trete oder kürzer mache. Einfach aus dem Grunde, ihr wisst, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Dieser Klimawechsel Mexiko-Deutschland hat mich stimmlich wirklich arg angekratzt. Und aufgrund dessen werde ich meine Videos in der nächsten Zeit ein bisschen kürzer halten, damit ich auch meine Patienten und Kunden auf privater Ebene weiter gut versorgen und betreuen kann. Habt bitte Verständnis, wenn ich mich manchmal überschlage mit meinen Wörtern. Habt einfach Verständnis dafür, dass auch meine Stimme nicht so toll ist im Moment. Habt einfach mehr Verständnis für euch. Wenn ihr in erster Linie Verständnis für euch habt, könnt ihr immer Verständnis für andere aufbringen. Warum? Weil das Herz hat seine eigenen Regeln. Das Herz ist der Speicher unserer Erinnerungen. Im Herzen speichern wir alles Positive und auch alles Negative. Also kehrt in euch hinein, schreitet ins Leben, ja, gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht. Ich wünsche euch vom Herzen am heutigen Tag alles, alles Liebe. Ich werde euch in den nächsten Tagen wieder diese Nachricht, die für dich ist, mit auf den Weg geben. Und ich spüre jetzt schon, dass die kommende Nachricht eine ganz andere sein wird. Die kommende Nachricht wird dir den Weg aufzeichnen, der für dich der richtige ist. Scheue nicht danach, mich auch weiterhin für eine private Legung anzuschreiben. Ja, Leute, wenn andere sagen, oder einige von euch dabei sind, die sagen, ey, Alena, was hast du für ein komisches T-Shirt an? Leute, ich habe heute mein Mexiko-Style-T-Shirt an. Schaut mal, ich will euch das mal zeigen. Na gut, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, das ist ein Totenkopf. Erschreckt nicht, ganz im Gegenteil. In Mexiko feiern wir den Tod. In Mexiko haben wir eine andere Ambition zum Tod. Der Tod ist nichts anderes, wie einfach nur die Busstation, eine Station früher zu nehmen. Ja, den Bus ein bisschen vorher zu nehmen und die anderen, die noch auf terrenaler Ebene sind, die sind einfach noch ein bisschen am Arbeiten, die sind einfach noch ein bisschen beschäftigt, um danach den nächsten Bus zu nehmen. Das heißt, ich habe mir heute dieses T-Shirt bewusst angezogen. Warum? Nicht, um euch zu erschrecken, Leute. Nein, einfach aus diesem Grunde euch zu sagen, es gibt nichts, wofür ihr euch fürchten müsstet. Ja, es gibt nichts, was so heiß gekocht wird, wie es gegessen wird. Oder umgekehrt, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Leute, denkt dran. Ja, ich denke auf Spanisch und muss auf Deutsch umdenken. Diese Nachricht heute, die ich dir sagen möchte, ist einfach nur: Macht mal heute einen Andersrum-Tag. Macht mal, dass euer Tag heute anders wird wie sonst. Ja, macht mal etwas, was normalerweise ihr nicht machen würdet. Stellt mal irgendwas bei euch zu Hause um. Fangt mal an, die Energien ein bisschen umzuwuseln. Ich habe mir heute mein absolutes Mexiko-Style-T-Shirt angezogen, weil heute habe ich einen Andersrum-Tag und ich werde mir den Tag heute noch schöner gestalten wie den gestrigen. Ja, und dazu braucht man halt einfach ein bisschen Motivation ab und zu. Und ich weiß, dass je motivierter ich bin, umso motivierter seid ihr. Und mir geht es darum, dass du, der diese Nachricht jeden Tag hörst, der du diese Nachricht jeden Tag teilst, der du diese Nachricht jeden Tag likest und das Glöckchen drückst, um meine Nachrichten zu bekommen, dir heute den Tag anders gestalten wirst wie gestern. Und wenn du nur einen Gedankensprung änderst, denk dran, Leute, ja, alles, was ihr wollt, alles, was ihr euch vornimmt, ist nur ein Gedankensprung entfernt. Also Leute, ab ins Abenteuerleben, genießt die bunten Farben, so wie mein Mexiko-T-Shirt. Ich habe hier, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Farben drin. Die Farben geben uns die Freude zum Leben. Also ab nach vorne, genießt den Tag heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye.